Warum das gleich folgende Video noch spannender wird als alle vier vorherigen Teile meiner England-Radreisetour, das erzähle ich euch gleich. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Heldenhaft. Ich bin der Helge, der unpädagogischste Pädagoge der Welt. Ja, vier Teile meines Radabenteuers nach England habe ich bereits hinter mir, beziehungsweise habe ich bereits veröffentlicht. Nun kommt der fünfte und vielleicht der spannendste. Doch bevor ich darüber was erzähle, sage ich erstmal danke, 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 danke an dich, 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 an dich. Genau an 200 Personen. Und zwar die Abonnenten dieses Kanals. Mein Gott, so ein junger Kanal. Gerade mal 9 Monate alt, 200 Abonnenten. Ich bin stolz. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin dran, am Ball. Ich bleib's auf jeden Fall. Ich verspreche es. Tausend Dank für eure Treue. Ja, der fünfte Teil meines Radabenteuers nach England. Und jetzt geht's wirklich nach England. Und es beginnt gleich mit einer Dramatik, kann ich euch sagen. Sobald ich Dover erreiche, oh, da geht's nämlich dann richtig spannend zu, weil ich da furchtbar spät eintreffe. Aber das erzähle ich euch nicht. Guckt es euch einfach an, schaut euch einfach an. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei meinem Video. Ich wünsche euch da wirklich ganz viel Freude. Wir sehen uns. Ciao, euer Helge. So, und jetzt heißt es nur noch Schlafplätzchen. Mein Gott, ey, scheiß auf die Kohle. Noch sind die Ortsnamen belgisch. Buxheide. Naja, gleich wird es französisch. So, hier kann man wenigstens wieder ein bisschen Strand lang fahren. Aber brechen voll, ey. Slalom fahren haben wir gesagt. Jetzt wird es eng. Kettka fahren der Blagen. Oh nein. Ja, jetzt wird es schwer. Ja, ihr fragt euch, warum geht ihr denn nicht eigentlich mal schwimmen am Strand? Weil mehr ist ja genug da. Das Problem ist, so warm ist es nicht. Und zweitens, wenn ich am Zielort bin, es gut geht, in Torquay in England, dann habe ich eine Woche Pause in Chuhay und dann können wir noch schwimmen. So, ist auch mal das Meer da. Das ist doch mal ein Blick, oder? Ah, so viele Leute werden. Guck mal, so schön hier entlang fahren. Oh, ist trotzdem herrlich. Was ist da hinten denn für ein Ort? Keine Ahnung. Was größer scheint das zu sein. Ja, was hier los ist. Und so Schlangenrad fahren vor mir, ey. Gott sei Dank fahren die genauso schnell wie ich. Aber vorhin da an der Promenade, da haben die mich ganz schön ausgebremst, ey. Und da war schon Slalom eh genug. Naja, ist alles gut. Wir sind wieder auf der Hauptroute, die ausgeschaltet. Das ist nochmal ein geiler Name für einen Ort, oder? Eine Panne. Ja. Ich hoffe, hier keine Panne, ist ja mal interessant. Hier in meine Radstrecke. Hier ist definitiv 10 Kilometer vor der Grenze. Das ist die Umgehungsstraße, die weg vom Strand führt. Ziemlich belebt, aber ja, wenn es hier anders geht, ne? Am Strand führt da zwischen Belgien und Frankreich keine Strecke. Heute schon wieder 40 Kilometer gefahren, ne? Marvin, hast du nicht gesagt, das sind nur 25 bis zur Grenze? Marcel, nicht Marvin, Marcel. Irgendwie erinnere ich mich daran. Dünkelchen kommt direkt dahinter. Kann nicht ganz. 40 Kilometer habe ich bis jetzt da gefahren. Ja, merke ich auch. Immer noch an der Pausenstelle. Und diese süßen Häuschen. Und da hinten natürlich die Kirsche. Na, oh, nett. Hab den Namen nicht vergessen, wie der Ort heißt. La France.
Ich hab's geschafft. Da, jetzt. Prost. Bin da. Bin da. Und jetzt nach Dünkirchen. Und dann mit der Fähre nach England, wenn alles gut geht. Wir waren dann doch noch 44 Kilometer bis zur Grenze. Hammer. Ah, da muss ich ja lang, genau. Da steht auch nochmal das Schild. Jawohl. Ja, auf geht's nach Dünkirchen, ne? Dünkirchen, ich komme. Und da steht's nochmal. Schwarz auf weiß. Nee. Weiß auf blau. Oder so ähnlich. Egal. Ich gehe nach Frankreich. Juhu. So. Wie heißt der Ort? Ah ja. Prédunet. So ähnlich. Naja. Hatte ich euch eigentlich erzählt, wie ich den Marcel kennengelernt habe gestern Abend? Nee, ne? Also, ich habe ja einen Campingplatz gesucht. Der erste hat mich abgelehnt. Dann gab es noch einen zweiten, Gott sei Dank. Da bin ich einfach drauf gefahren, weil da keiner an der Rezeption war. Und irgendwo ganz hinten in der Ecke kämpfte der, habt ihr gesehen auf dem Video, ne? Der Marcel. Ach, es kommt ein Auto, laut. Wow. Ja, der zeltete da in der Ecke. Und da war ein Stückchen frei daneben, habe ich gesagt, ob ich daneben sein darf. Und ja, und während er da sein Büchlein las, auf so einem kleinen Hocker, den er mitgenommen hat auf seine Wandertour, habe ich dann schnell mein Zelt aufgebaut. Ja, ich hoffe, der Wind stört jetzt nicht gerade. Ja, und irgendwann kamen wir dann noch ein bisschen ins Gespräch, ne? Ja, und war ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Spannend. Und wieder mal einen Menschen aus Trier kennengelernt. War ja schon auf der letzten Radtour so, ne? Erinnert ihr euch? So, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen den Ort. Hier, ist doch ganz süß. Mal gucken, ob es gleich irgendwo ein Hinweisschild gibt nach Calais. Entschuldigung, Dünkirchen. Dünkirchen. Bin mal gespannt. Aber dann wird es sowieso spannend. Ich hoffe, dass ich heute noch eine Fähre kriege, die ziemlich früh abfährt. Denn ich will auch nicht abends um 10, 11 in London. Ach, in London. In Dover ankommen. Ja, bin einfach gespannt. Ansonsten fahre ich jetzt vielleicht weiter bis dann doch nach Calais. Ja, kann sein, dass das jetzt ein offizieller Radweg ist. Werde ich gleich merken. Also aus der Gegenrichtung war die Europaroute wieder. Und Euro-Relo oder so heißt die, keine Ahnung. Und das Schild zeigt er auch hier nach links. Ich bin mal gespannt. Ja, übrigens immer noch 22 Grad. Sieht irgendwie wärmer aus. Ist aber nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, das sieht gut aus mit dem Schild. Diese kleinen Schilder da oben. Seht ihr rechts? Oben? Der Radweg ist sehr schön. Auch gerade ein Schild gesehen, Dünkirchen, 13 Kilometer, wow. Noch hier, 1 Million Radfahrer. Ja, scheiße. Wird ein Problem mit der Fähre. Muss drüber nachdenken, was ich mache. Französische Küste, ne? Atlantik. Ich habe immer noch keine Baustelle, ey. Scheibenhonig. Das ist doch doof. Ob dahinter das Meer liegt? Schade, dass man davon nichts sieht. Leute, wenn das keine alte Panzersperre ist, ne, dann weiß ich aber auch nichts mehr, ne? Baustelle habe ich immer noch nicht. 13 Kilometer gefahren, ey. Mann. Unterweg und Achtung, das ist doch wohl definitiv ein Soldatenfriedhof, oder? In Memorial. Ja, Dünkirchen. Ist noch eine andere Fahne, kann man die vielleicht sehen. Englisch, Europäisch und so weiter. Ja, dürfte ein Mann mal sein. Schon wieder über 50 Kilometer gefahren, so fühle ich mich auch. Also ein bisschen platt gegen Mittag um 2, 3 Uhr. So, und das ist jetzt meine Fresspause mit den Fressalien. Und anderes habe ich im Augenblick nicht. Ist auch Sonntag, Geschäfte sind zu. Jo, das ist hier die Pausenstelle. Ich habe immer noch das Problem, was ich jetzt mache, fahre ich jetzt nach Dünkirchen zur Fähre und gucke, dass ich noch eine Fähre kriege, die irgendwie so um 4 Uhr fährt, damit ich wenigstens 7, 8 Uhr drüben bin. Ja, wenn ich das nicht kriege und dann erst abends fährt, dann werde ich vielleicht irgendwie weiterfahren bis Dünkirchen oder irgendwo in der Gegend halten und weiter
ich habe mir jetzt überlegt, ich fahre zur Fähre und wenn die günstig kommt, dann kommt die günstig, wenn die nicht günstig kommt, dann kommt die nicht günstig. Ich habe keinen Bock, wieder vor 2 Monaten da nach Metz, Frankreich, als ich dann nur gehetzt habe von einem Termin zum anderen, ob jetzt eine Übernachtungsstelle war oder irgendwas anderes, habe ich keinen Bock drauf. Also entweder die fährt, kommt pünktlich in England an oder fährt nicht, kommt zu spät in England an. Ich mache es einfach so. Zur Not muss ich die Strecke dann halt nochmal mit dem Zug abkürzen oder so. Ja, was soll das? Ey, nicht nochmal so eine Hetztour wie letztes Mal. Habe ich keine Lust drauf. Ich bin jetzt gerade wirklich bald umgefallen, ne? Ostende 24. Ich bin 55 Kilometer gefahren von Ostende. Ja, okay. Der Ort zieht sich ja Kilometer lang und hat ganz viele Vororte. Anders ist ja nicht zu erklären. Weil verfahren habe ich mich nur einmal 1 Kilometer, ansonsten bin ich immer der Küste entlang gefahren. Also, kann jetzt nicht sein. Aber ich bin echt zusammengezuckt. Hä? 24 bis das Ende? 55 Kilometer gefahren? Das kann nicht sein. So Leute, ich bin in Dünkirchen. Jetzt haben wir gerade ganz starken Gegenwind. Ich hoffe, das stört nicht auf der Kamera. Ich gehe mal davon aus, dass der Kanal vielleicht auch direkt zur Fähre führt. So, ich filme mal wieder aus der Hand heraus. Wow, ist doch was, oder? Cool. Müsste Zentrum sein. Aber ich will jetzt zur Fähre, meine Lieben. Irgendwie zur Fähre, weiß noch nicht wie. Mal gucken. Ja, die Horrornachricht war, ich bin in Dünkirchen, aber in Dünkirchen ist die Fähre nicht. Das sieht man natürlich außerhalb. 12 bis 50 Kilometer weiter. Also fast schon in Calais. Egal, kommt so wie es kommt. Ja, wo Carferry draufsteht, muss ja auch Carferry drin sein. Ne? Also rechts abbiegen muss ja der richtige Weg sein. Als der Autobahn geht es da nicht. Dann fahre ich einfach mal da lang. Ne? Ach, die jagen wieder, ey. Oh Leute, 12 Kilometer hat mir einer gesagt. Das sind jetzt schon fast wieder 20. Und da kommen immer noch ein paar Kilometer. Ich zeige euch jetzt, wo ich da lang muss. Das ist so eine Hauptstraße. Gott sei Dank geht ein Radweg daneben. Ey. Gott sei Dank. Ich glaube, die Fähre noch. Ja, die Fähre schaffe ich, aber dann komme ich in England an. So, da steht es groß und breit. Car Ferry. Da geht der Radweg lang. Gott sei Dank entlang der Hauptstraße. Oder die von auf der anderen Seite. Und dann ist ab. Ich habe schon Schiss gehabt. Hier ist Ende und ich muss noch ein bisschen bremsen. That's life. Mal gucken, wann die scheiß Fähre kommt. Meinst du natürlich den Fährhafen? Ich bin schon wieder so im Arsch, ne? Ach, ein LKW. Oh. Ich fahre übrigens auf einer Kraftfahrstraße, ja? Die ist in Frankreich genauso verboten wie in Deutschland. Ah, jetzt sind hier keinen anderen Weg, das ist der direkte. Ich fahre jetzt einfach auf Teufel komm raus, ey. Boah, hier geht er dann noch hoch. Achtung, das ist die Strecke, die ich noch fahren muss. Da hinten müsste irgendwo der Fährhafen sein. Vermute ich mal, ich weiß es doch nicht. Ich bin hier überall lang gefahren, da habe ich ohne Polizei hier. Achtung, jetzt bin ich. Du bist da auch noch hoch, ey. Kann nicht sofort gleich der Fährhafen da ist, ne? Kann nicht mehr. Ja, 20 Kilometer. Aber genau das ist das Schild, das ich habe. Womöglich habe ich mein Ziel erreicht. Aber natürlich viel zu spät. Ach, egal. Ich versuche es einfach mal, ne? Das waren jetzt fast noch mal so 23 Kilometer, die ich gefahren bin. Ohne Scheiße. Ja. So, bin ich jetzt auch da. Ich habe irgendwie das Gefühl, Frankreich will mich festhalten. Und das auf französische Gravitation. Gravitation. Ja. Ja, weil Frankreich so mag, ne? Ich wollte mich nicht nach England lassen. Schauen wir mal, ob es so weit ist. Ja, mein Ziel ist, aber was ist das für eine Kontrolle, ey? Oh, das ist doch schon scheiße. Boah, hat sich die ganze Scheiße dann doch noch ein bisschen gelohnt. Also, ja, bin endlich angekommen. Fährhafen, Ticket gekauft für 48 Euro. Keine Probleme beim Kauf, keine Probleme mit Aufnahme. Kein Problem an der Grenzkontrolle aus Frankreich raus. Keine Probleme England-Grenzkontrolle rein. Und auch untersucht oder gesucht wurde ich nicht. Die haben mich einfach durchgebunken. Das finde ich schön. Ja, und jetzt stehen hier alle Autos und LKW und die warten natürlich auf die Fähre. Ich glaube, die geht um 18 Uhr. Habe ich jetzt richtig gehört? Um 22 Uhr ist die erste da.
Das ist das Problem. Spät ist schon dunkel. Mache ich da. Übernachtung meine ich. Zum Not am Fährhafen. Weiß ich nicht. Irgendwie, irgendwo. Keine Ahnung. Egal. Ach so, lustig war natürlich die Situation noch, als ich einfach an alle Autos vorbeigefahren bin, die da hinten noch an der Schlange standen. Ne? Ja, ja. Wenn man Fahrrad fährt, dann kommst du schneller durch. Ja, Mann, das ist der Terminal. Genial. So, und hier stehen sie alle in der Schlange. Ja, schon, genau wie die anderen Radfahrer, da ist vorne. Oh, reitet da so. Ja, richtig cool. So, mein Fahrrad habe ich jetzt hier geparkt. Jetzt geht, man sieht auch noch andere Radfahrer. Ich glaube, der sitzt auch hier vorne. Jawohl. Die Ferry startet um 6, nee, um 8 Uhr. Jetzt haben wir 6 Uhr. 2 Stunden warten. Ui, schön lang. Ja, ist aber so. Seit in englischer Zeit haben die eine Stunde Zeitverschiebung. Die rechnen nach englischer Zeit. Keine Ahnung. Na, ich glaube, die Fähre läuft schon ein. Hier langsam, aber sicher. Ja, Freunde, so werdet ihr mich jetzt öfter sehen. Hört ihr mich überhaupt? Ich muss näher ran, ne? Oder lauter sprechen. Ne? Ja, bin auf der Fähre. Geht gleich los, denke ich mal. So, mach mal einen Rundblick. Wir sind noch im Hafen. Und da bleiben wir auch noch ein bisschen. Jetzt wollen wir nach Dover rüberfahren. Ich werde nicht zu viel von dieser Hafenausfahrt und so filmen, weil das ist voll langweilig, das weiß ich. Deshalb nur so ein paar kleine Ausschnitte, okay? So. Ja, jetzt habe ich erstmal Ruhe für 2 Stunden oder 2,5, aber was mache ich in England um 10 Uhr? Oh mein Gott. Egal, ich genieße das jetzt. Ah, ist schon immer sehr beeindruckend, so eine Fährfahrt. Irgendwie. Und schönes Kontinent. Er ist aber mutig. Ich bin ein Grenzgänger zwischen den Welten. Immer von England nach Frankreich hin und her. Ohne Reisepass. Ja, der weiß, wo es Fressen gibt, ne? So, da hinten haben wir Festland Frankreich. Wir sagen auf Wiedersehen, Frankreich. Kontinent. Gegenverkehr. So, es ist 20 Uhr, doch noch früher als ich dachte. Hier geht es gleich runter, irgendwie in dieser hydraulischen Geschichte hier. Dann ja, irgendwie Bed and Breakfast oder Camping. Heißt nicht. Boah, alles genau. Genau, hier waren noch mehr Fahrradfahrer. Aber wir sind die Ersten, die runterkommen. Wow, spannend. Man kann nicht stundenlang draufhalten, bis der Hund ist nur hier, Mann. Nur in Ansatz. Ja, alles Radfahrer von der Fähre. Der ist alles in links gefahren, nur der Druckbehälter. So, immer. Der roten Linie hinterher, habe ich gehört. Ist ja geil. Bewusst. Guter Anfang mit direkt. Links, rechts fahren. Ja, now in England. United Kingdom. Great Britain. Ich bin bei der Queen. So, ja, fast. Okay. Ja, cool. Jetzt muss ich irgendwie ein Bed and Breakfast finden, egal wie. Oh, jetzt haben die LKW vorne. Nein. Drauf, ey. Ja, ich kann mithalten. Geil, wie kalt. Das ist England. Jo, ich fahr jetzt mal hinterher. So, jetzt heißt es nur noch Schlafplatz finden. Bed and Breakfast. Muss ich einfach mal machen. Mein Gott, ey. Scheiß auf die Kohle. Von Schlafplatz haben. Ich will ausschlafen, weich. Ich will Frühstück haben, ich will essen. Und so weiter. Jetzt
wieder an. Auf geht's. Ja, müsste Dover sein da hinten. Ja, schon mal ein schöner Radweg. Warum auch immer. Und die richtige Richtung. Richtung Torquay. Jetzt geht's nur noch nach Torquay. Das kann dauern. Tagelang. Müsste so 500 Kilometer sein. Jetzt sind wir erstmal mit dem Fahrrad in England, die Leute. Ja, ich filme jetzt mal frei aus der Hand heraus. Das ist Dover. Links von Helge. Links von. Immer schön dran denken. Links von. Hier ist ja noch nicht so schlimm. Aber wenn du mal auf der Straße bist, könnte das ein Problem werden. Diese schöne Burg da oben an, so richtig Mittelalter. Ich wackle ein bisschen. Ja. So, und diese beiden netten Damen hier, die begleiten mich jetzt wahrscheinlich zu einem Backpacker oben. Und die zwei Herren da vorne sind die Ehemänner. Ja, und ich hoffe, ich finde jetzt eine Unterkunft. So, das sind die netten Menschen aus Dover. Aus Dover, yeah? From Dover. You're from Dover. Yeah. Yes. And they helped me to find a nice place for the night. Warum spreche ich eigentlich Englisch? Also die helfen mir, einen Übernachtungsplatz zu finden hier in Dover. Also richtig typisch englische Architektur. Ich liebe es. Die Häuser haben also eine Klinge und man kann da oben knock, knock, knock und Heaven's Door machen. So, in diesem Garten bin ich gelandet. Bei der Familie, oh, guckt euch diese Aussicht an von hier, so ein kleines Bungalow ist das hier im Vorort von Dover. Und hier ist der Wintergarten von denen, einfach nur genial. So, und die wohnen da drin. Und das ist der Herr des Hauses, but I don't know the name. What's your name, please? What's your name, please? Peter and Mary. Peter and Mary. So, ja. Yeah. There we are. Und da ist, this is Peter. This is Peter. Yeah, but no. Ah, now it's light. Now it's light. Okay, and Mary or the sister? I don't know. Yeah, Mary, yeah? No, Jennifer. Jennifer. Okay. Ich habe jetzt gerade diesen leckeren englischen Kaffee gekriegt. Ich kriege ihn online. So geil. Danke, lieber Gott, echt. Lass mir um. Du hast mir so geholfen heute, danke. I can't talk. Just looking to this, please, just looking. Was ist das? Omelette mit Tomaten, Gurken, Paprika. Und noch etwas. Und da sitzt immer noch Jennifer. Und da hinten, I don't know your name. Joe. Joe. Thank you. Hi, Joe. Okay, das ist Joe. Und Jennifer ist die Schwester von Mary. So. So, und das ist der berühmte Schokoladenkuchen von Peter, selbst gemacht. Herrlich lecker. Ich werde so verwöhnt. So Tage hat man nicht oft. Bin so dankbar. Nochmal der Wintergarten der Familie. Das Sofa hier, darf ich schlafen. Wie geil ist das denn? Dahinter so ist die Küche. Und da hat der Peter gerade das leckere Essen zubereitet. So lieblich, so lieblich. Leute, ich bin so dankbar. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Das passiert nicht täglich auf einer Fahrradtour. Ach, jetzt geht in der Küche das Licht an. Schön. Jetzt kann man mal einen kleinen Blick auch da reinwerfen. Echt danke, liebe Familie. Ich weiß den Nachnamen. Ich sage einfach Peter und Mary mit ihrer Schwester Jennifer und Jeff. Mein Gott, Leute, guckt euch diese Stimmung an, die Morgenstimmung hier in Dover. Ist das nicht herrlich? Ich mache mal einen Rundblick. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Ich bin verliebt in diesen Garten. Die haben hier echt alles. Wow, ich liebe ihn. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit unserem, muss ich sagen. Auch von den Pflanzen her. So wunderschön, ne? So wunderschön. Und erst ja, good morning. ja, Peter, genau, Peter.
Ja, meine lieben Liebenden, also ich habe so viel Glück gehabt mit diesem Menschen hier. Boah. Ich hatte so viel Furcht davor, was die Übernachtung anbetrifft, ne? Hier in Dover. Und ich habe das eigentlich das große losgezogen. Ne? So tolle Menschen. Nur direkt am Morgen haben die mich dann direkt das, was ich so klasse finde, voll gequatscht. Aber egal, muss ich in Kauf nehmen. Deshalb bin ich rausgegangen. So schön. Gehen wir noch ein bisschen spazieren. Oh, hier gibt es noch eine ganz süße Ecke. Ja, hier kann ich auch schön sitzen. So. Und hier unten auch alles. Und hier sieht man mal das ganze Häuschen von hier. So, das ist ein Müsli-Mix. Das ist der Frühstückstisch. Und alle sind schon wieder wach. Ja, genau. All are awake. Und er sucht meinen Weg. So, ja. Und hier frühstücken wir alle schön. Okay. Ja, just. Nur ein kurzer Einblick. Okay, bye bye. Ciao, adios, thank you.